Aber schau mal, du bist nicht im Kader der österreichischen Nationalmannschaft gegen Vereinzelt. Was sagen Sie dazu? Was heißt, ich bin nicht im Kader? Was ist da los? Ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt beim Spielereingang rein. Was ist da los? Wieso bin ich nicht im Kader? Ja, beruhigen Sie sich. Wieso bin ich nicht im Kader her? Bist du eh dabei? Bist du eh dabei? Gegen Irland bin ich dabei? Ja. Das hoffe ich. Ich schau auf Fußball. Ja. Ich hab's jetzt probiert, 2 Stunden, als ich beim Spielereingang reingehe, war dabei, beim Teambriefing, ja, das hat nicht funktioniert. Der Marcel hat mich rausgehauen, hat gesagt, okay, mach nix. Die Mannschaft kann nicht ohne mich. Alle Schanner muss immer dabei sein, das habe ich mal für 75 Euro die Karten gekauft. Hat verkehrt, nein, passt nicht. 75 Euro, jetzt werde ich mal den Feld stellen, werde nach jeder Nummer Pauli Schanner Fußballcoach schreien, damit er mal den Standpunkt klar gemacht. Danke. Ich habe hier einen Pauli Schanner Fußballcoach. Hier ist wieder euer Pauli Schanner. Pauli Schanner, eine circa halbe Stunde nach dem Spiel, wie geht's dir? Es geht mir sehr gut. Ich wäre fast eingewechselt worden nach dem 15. Ja, was war los? Ja. Was war los? Ich war am Häusl. Die Mannschaft habe ich verbal so stark unterstützt, dass ich mich entleiben musste. Aber danach habe ich gesehen, Suttner ist bereits bereit. Er war so geil drauf. Ich habe gedacht, okay. Was sagen Sie? Lasst ihn vor, muss ich mich für Irland vorbereiten. Ja. Bin ich doppelt motiviert für Irland. Was sagen Sie zu Ihrem Lieblingsmotivator, Trainer und Erzfreund natürlich, Marcel Koller? Ja, ein Traum. Marcel Koller, ich komme zurück. Jetzt sind wir in meinem Gebiet, England, Insel. Da bin ich daheim. Da mache ich die fertig. So, schaut's aus. Spielertrainer Pauli Schanner. Los geht's. Abmarsch. Grüß Gott, hier ist wieder euer Pauli Schanner. Ich zeige euch jetzt unser Pauli-Mobil, mit dem ich nach Irland fahren werde und dort ein 4:0 Auswärtssieg erringen werde. Alleine, wenn es notwendig ist. Bitte, kommt herein. Ich habe bereits alles vorbereitet. Ich zeige euch zunächst das Pauli-Schanner Schlafgemach dort oben. Da werde ich nicht viel Zeit verbringen, weil ich die meiste Zeit da vorne sitzen werde. Schreiend, fahrend, widerlich, grantig, aber motiviert. So, wo ich auch sehr viel Zeit verbringen werde, wird hier drinnen sein, wenn Pauli Schanner wichtige Konferenzen abhält. Presseraum hier. Punkt. So. Schlafen wird nirgends, weil das nicht notwendig ist. Weil Pauli Schanner schläft nicht. Pauli Schanner trainiert. Immer. Ist es klar? So, danke. Wiederschauen. Wir fahren. EM-Austragungsortes 2016, wo Pauli Schanner zum Spieler Torhüter des Turniers gekrönt wird, zum Trainer des Turniers, zum Man of jedem Match, nur damit das einmal klar ist. Ja. Danke, Wiederschauen. Grüß euch. Hier ist wieder euer Pauli Schanner. Punkt 1, es ist immer noch kalt. Punkt 2, es ist scheißgrindig. Punkt 3, ich stehe im Huren Frankreich, wo es nichts gibt, außer Hurenekel. Ich sage euch jetzt was. War jetzt Mittagessen? Das dauert Monate, bis ich das mit Valentin Hobel verarbeitet habe, dieses Mittagessen. Tatsächlich werde ich mich jetzt für Tage in den Konferenzraum ins Pauli Schanner Mobil zurückziehen müssen, um mit Valentin Hobel darüber zu konferieren. Ich werde aber topfit beim Irland-Spiel erscheinen. Ich möchte noch eines zu diesem Essen sagen. Ich habe viel trainiert. Ich trainiere immer. Alles, was geht, trainiere. Ich friere einen Staub, zum Beispiel das da. Das friere ich alles beim Trainieren. Aber das ist alles immer noch saftiger als das Händel, das ich jetzt gegessen habe. Das ist ein Wahnsinn einfach. Ein Wahnsinn. So, ich gehe jetzt in den Konferenzraum. Bitte mir zu folgen. Sie sehen die Sitte, die lassen Sie wünschen übrig. Es geht nicht. Der Konferenzraum ist besetzt. Der Reporter hat Pauli Schanner aus dem Konferenzraum ausgesperrt. Es wird eine dramatische Niederlage. Hier ist wieder euer Pauli Schanner. Pauli Schanner kehrt jetzt auf die heilige Insel zurück, wo er von der Queen geadelt wird. Ich bin so bereit. Es ist ein bisschen windig da heraus.
passiert. Da drin ist unter anderem der Inderin drin. Überlegt es euch. So, Pauli Schane ist jetzt auf der Fähre angekommen. Die Schienbeine sind fit, gehobelt am Schädel von Valentin. Das ist überhaupt kein Problem. Mache ich jeden Tag. Da sitzt übrigens der Valentin. Pauli Schane macht jetzt olfaktorisches Training. Er atmet 4 Stunden über den Füßen von Valentin Hobel. Kein Gegner ist ihm zu schade, kein Training zu hart. So ist es. Ich setze mich da jetzt wieder her. Nächster Termin, Audienz bei der Queen. Zur Ritterschlag. Danke, wir schauen.